Servus, Lanvetano hier, willkommen zunächst noch einem Marathon. Habe ich wieder beruhigt halbwegs, würde ich sagen. Spiele hier Malzahar in der Midlane. Und zwar gegen Orianna, wie es ausschaut. Malzahar habe ich, glaube ich, schon mal gespielt vor 2 Jahren. Oder länger. Das ist schon sehr lange her. Also, haben wir gerade vorher wieder das Skills durchgelesen. Ich meine, ich weiß eh, was er hat, aber halt, welche Skills jetzt was kann er machen und wie man die auch maxen sollte und so. Also E-Max würde ich mal sagen, gefolgt von dem Q-Max und dann das W zuletzt, weil er sich auch prozentuell Schaden macht. Also ja. Ansonsten macht er, glaube ich, auch gut auf Tanks Schaden wegen dem. Wenn die da in eins an einem Dings drinstehen, sind das 20% HP, die weg sind. Wow. Was ist los mit dem? Ist das wirklich? Ah, geht nichts. Leider, leider war ich nicht dabei. Oh, wow. Was ist los? Na jo. Sorry. War nicht so gemeint. Meine wurde zwar geohnt, aber das ist ein Graves Toplin, fällt mir gerade auf. Auch interessant. Also wir haben Vi als Tank vielleicht oder auch nicht. Hat die viel Defense? Naja, schon. Ich glaube, die wird vielleicht Tank gehen. Weil sie hat auch einiges an AD da extra. Na egal. Fangen wir mit dem E an. Einfach um ein bisschen a little pushing power. Ich könnte auch durchaus das E einfach auf sie drauf geben. Oh, ja. Sie pusht auch ziemlich stark rein eigentlich. Jo. Und die Rautotex machen auch Schaden, ist ja klar. Oh man. Sie ist Level 2 zuerst natürlich. Hier das cool als nächstes. Kann ja eigentlich schon einen Pot schlucken auch. Es wird ja auch gleich das E. Ihr Dings machen rüber. Ah, da muss ich halt aufpassen. Muss ich leider den CS abgeben, Alter. Give up, ich bin einfach so englisch gestört. Hier ein bisschen Schaden auch zurückgekommen hat. Das ist ja nicht mehr lustig da. Alter, die macht schon fett Schaden, muss ich sagen. Nein! Oh mein Gott, das ist mein ganzes Last-Ding im Arsch. Ja, was willst du machen? Ich bin doch ziemlich low. Mit meinem Pet habe ich auch nicht drauf. Ja, wenn das weitergeht, bin ich bald down. Das kann man nicht kontrollieren, genau. Ja, ich bin tot. Ja, nicht mal irgendwas bekommen. Er hat noch geflasht sogar. Ach man. Ich glaube, ich hole mir hier Boots und einfach noch ein paar Pots oder so. Weil ich dem irgendwie ausweichen muss, dem Harris. Ja, aber ist sehr schwach unterwegs. Sehr wenig CS. Mann, wieso. Sehr wenig CS, sehr wenig alles. Muss ich einfach mich von meinem Team carryen lassen, wie es ausschaut. Ach komm. Ach komm. Space Aids, go, go. Soll ich hier das Q maxen? Nein, oder? Eh schon das E. Ich sehe das halt auch. Schon den Kelch.
Also gleich. Ach komm. 20 CS, das kann sich sehen lassen. Na, das Schild. Einiges an Power. Jeder Lissin wird auch wahrscheinlich irgendwo hier rumgurken, eventuell. Würde ich vielleicht hier ein Wort hin. Na komm. Und dann schauen. Ui, da ist er, jeder Lissin. Ach komm. Wie viele Leute sind da mittlerweile? Erst 3. Noch mehr. Leider mein Q irgendwie nicht gemacht oder getroffen oder was auch immer. So, ui, da ist der Kragas. Ah, das war schlecht. Falscher Champion. Ich habe einfach das irgendwie hingefetzt, ohne zu wissen, was ich eigentlich tue. Auch wieder einen CS gemisst. Ja, ich bin eigentlich gerade voll Depri irgendwie, keine Ahnung. Please kill me, ja. Soll ich da for war wirklich gehen, First Item? Oder hier sowas eher, ich weiß ja nicht. Morelos. Keine Chance, da rauszukommen. Ich hatte weder Flash-Up noch sonst irgendwas, um mich zu verteidigen. Ja, wird wohl eine Feed-Partei. Partie. Schade. Malza kann ja richtig stark sein, wenn man gut spielen kann. Weil auch die meisten Leute nicht genau wissen, wie sie gegen den überhaupt irgendwas machen können. Wenn es weitergeht, dann. Dann war's das. Ach komm. Und die Autodeck-Animation ist auch nicht wirklich so leicht. Ich könnte jetzt Roman gehen, aber. Jetzt schon Pulver auch. Okay. Das macht halt wirklich nicht viel Schaden. Ich habe halt noch gar keine AP eigentlich im Sitze. Ich habe 43 AP vielleicht. Ich hätte auch anders flashen können vielleicht und so dann. Oh Mann, jetzt kommt wahrscheinlich gleich über die Wall oder so. Schön erwischt, aber leider ist mir ein Seiner nicht auf sie drauf gegangen. Ich brauche Hilfe, der Campen Mitte ist so hart. Die macht aber den anderen Laser da auch nicht wirklich viel. Und dabei Blubber. Hau sie kaputt, mein Pet. Wieso geht er nicht drauf? Geht drauf auf sie. Oh Mann. Das ist ja übelst lame, das Pad. Ich würde es gerne kontrollieren können, aber wie es ausschaut, wird das nichts.
schau. Na gut. Das ist noch da wahrscheinlich. Aber ich muss hier backen. Obwohl das eine Cannon Creep Wave ist. Einfach weil ich so low bin. Wir haben Flash circa gleich eingesetzt. Sie wird hart ran pushen. Ist eh klar. 50 CS, wie viel hat sie jetzt? Viel mehr wahrscheinlich. Es ist fast 80. Ich glaube, das ist cool als nächstes. Einfach nur ein bisschen mehr Damage zu machen. Weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich viel draus machen kann. Der Grace ist auch verreckt. Ich habe jetzt ein bisschen halt Angst vor ihr. Sie hat schon eine Themes fertig. Doch weg. Oh, wieder kommt der Gang, genau das sage ich. Geh auf sie, mein Pet! Hau sie kaputt! Ich habe ja keine Flash, deswegen, wenn sie mich erwischt, dann bin ich tot. Ja gut, das hört sich jetzt so sonnenklar an, aber ist es nicht. Ultimate für Ori, aber ja, noch ein bisschen eine Wave quasi. Wenn die Vi reingehen würde, wahrscheinlich können wir sie sogar irgendwie töten oder so. Der Damage. Sie hat da sicher keinen Wort, glaube ich. Geh halt drauf. Na, dann halt nicht. Oh Mann, ich bin tot. Flash, Body Slam. Ah, ist das mühsam. Ich schreib nix. Ich hab einen Blue-Buff bekommen. Ah, ich meine, okay, es sind eigentlich nur Ausreden, könnte man auch sagen, weil selbst wenn er Flash Body Slam macht, kann er das, bringt es ihm nicht irgendwie, mich zu töten, wenn ich nicht wirklich in Reichweite bin für ihn oder so, keine Ahnung. Könnte man meinen. Hab ich den Trick noch nicht gemacht, ich weiß nicht. Boah, ich bin Ultimate raus. Es wäre Verschwendung, hier jetzt das Ultimate zu zünden.
Zwar keinen Kill bekommen, aber immerhin den Drake. Schön den Knight. Wenn ich viel AP habe, dann wird natürlich viel mehr gehen, aber das wollte er nicht. Ich gehe einfach auf Death Captain als nächstes. Oder ich glaube, ich muss hier kurz backen. Und dann die Boots. Ich glaube, das ist noch ziemlich gut, also und ziemlich notwendig gegen die. Ich glaube, die Combo für Malz ist einfach QWER oder so, glaube ich. Dass der halt da drauf steht. Wenn ich halt. So irgendwie vielleicht. Das macht halt genug Damage, aber wow, der ist overextended. Oh man, komm. Ich glaube, der stirbt der Bart vielleicht. Oh man. Ui, da sind ja alle ziemlich hart overextended, der Lucian. Laber nicht. Lol. Aber hat 4 Kills, das wird ein großes Problem werden. Ja, der Typ hat irgendwie hart gelitten. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Kommt der Gragas runter? Ich glaube, die verrecken. Ja, jetzt geht er rein, Alter. Der hat vor, wie ich sie. Okay.
Meinetwegen, ich habe ja keinen Bock mehr. Wie immer sagen zwei Nein. Okay. Ja, dann ist dann noch drauf. Wahrscheinlich. Falsche Richtung. Lol. 15 Sekunden, bis ich Ultimate wieder habe, aber weiß ich, ob da was geht. Okay. Ich habe eigentlich keine Lust mehr zu spielen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Hoppla. Der wird wahrscheinlich sterben jetzt, aber was soll's. Oh Mann. Wie will ich den Kill bekommen? Na, ich habe eigentlich wirklich keinen Bock mehr auf den Blödsinn. Nicht, warum das war genau wie vorher, wo ich da Mitte der geflasht Ult habt. Die Leute warten immer, bis das Ulti aus ist und dann gehen sie rein und dann stirbt halt immer wer. Oh, was soll's. Spiel ist vorbei. Mann, dieser Drecks-Cursor. Ich seh das gar nicht in der Aufnahme, aber hier dieser Cursor ist bei mir irgendwie übelster Schwachsinn. Irgendwie das Malzer Ultimate, das Gute dran ist irgendwie, das hat fast keinen Cooldown, komischerweise. Warum auch immer. Oh Mann, wirklich. Lol. Jetzt ist er eh weg. Lol, Alter, komm. Muss der wurscht sein. Ich hab das zwar gecancelt jetzt, aber egal. Lol. Ist das schon, spielen wir doch noch ein bisschen weiter. Wahrscheinlich wird es keine aufgeben wollen die nächste Zeit, weil sie glauben, ich kann doch irgendwas oder so. Aber da täuschen sie sich. Oh nein, da ist die Oriane schon wieder. Okay, werde ich wohl hier Mitte einfach versuchen zu farmen. Und dann halt backen. Oh Mann, da kommt der jetzt langsam. Na schau.
Habe ich wohl einen Shutdown bekommen? Ah ja, voll, ich habe einen fetten Shutdown bekommen. Sogar. Achso, das war blöd. Ich sollte einfach hier die Rod kaufen und dann in die Mitte gehen. Ich bin schon viel zu lange weg und im Shop. 800 Damage ist nicht wenig. Wenn da wer rein cool ist, wenn ich jetzt da wäre, wäre das so cool. Weg mit der. Ich könnte mit dem Blue aufnehmen. Wenn er ab ist, ist er ab. Hilf mir, mein Pet, hilf mir! Deathcap und Trinket Upgrade jetzt wohl sein. Aber was für ein Trinket Upgrade? Vielleicht einfach das da. Ich bin Pink Ward. Noch weg, wenn der Ulti macht jetzt da rein, dann ist er tot wahrscheinlich. Oder Harpune ihn noch trifft, aber ich glaube, er geht dahin zum Farm. Jupp. Wir haben noch keine Tower. Da ist viel Potenzial drinnen. Ach, kann das sein. Der war drauf, ich weiß es nicht. Zwar Blue, aber es hilft mir nicht allzu. Wow. Wow, das losen sie Echo. Ja, kein Wunder. Ach, ich habe guten Wave Clear eigentlich, was mir gerade so auffällt. What the hell? One shot. Oh fuck. Wurscht, noch einen Kill rausgekriegt. Okay, dann wird's jetzt wohl. Weil die jetzt sicher bald anfangen. QSS zu bilden. Da holt der Ult sich keine QSS? Ich glaube, die haben alle einfach keine Angst vor mir. Ich meine, das ist verständlich, aber die hat auch noch länger keine. Wenn ich mal mein W und mein E vor dem Ultimate machen würde, dann wird es wahrscheinlich mehr bringen, aber ist. Naja, mal schauen. Ulti ist irgendwie jeden Fight ab, fällt mir schon langsam auf. Hat das eh nicht so viel Cooldown, oder? Ich meine, ich habe jetzt nicht Max Cooldown Reduction, aber. Ich glaube, der Drake ist gar nicht ab. Ah, doch, da ist sogar ab. Okay. Ja, der geht auch noch weg. Schau, wie geil. Okay. Tanke mein Pet, los! Koch Blubber. Warum der schon wieder verreckt ist, weiß keiner. Aber ist auch egal. Wir sagen, wir backen doch. Das nehme ich mal, wenn der stapft, so nicht mehr drauf wahrscheinlich und dann. Jetzt nichts.
Soll ich mir das nehmen? Ich glaube schon. Mann, 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 die hat meinen Pinguin weggefetzt. Jetzt schon wieder QSS, noch immer keiner QSS. Ich habe auch wieder Flash. Könnten eigentlich den Rumble vielleicht. Hat irgendwie schon. Sonyas hat auch noch keiner, warum auch immer. Ui, Midlane. Midlane wird jetzt fallen wahrscheinlich. Ui, da ist er. Okay. Ich habe kein E drauf, leider. Ach, das war schlecht. Aber der... Verdammt, Mann. Das Ding... Ich war schon wieder alleine auf dem drauf. Hätte ich halt noch... Mein E drauf wäre verreckt, die Orianna. Das war schlecht. Mann, der hat echt... Also, der Rumble hat echt fett Items, Mann. Der macht wirklich gut einen fetten Poke. Der wird drauf. Nein, leider nicht. Überlebe! Ja, Gott sei Dank. Der Red Buff wahrscheinlich gefährdet. Da würde ich aufpassen, wenn ich habe. Ja, der ist schon weg. Ach man, ich komme nicht dran. Der Face Check, Alter. Verstehst du, so einer tut dann immer sich aufregen, dass irgendwer nicht gut spielt. Okay, wo soll der dabei sein? Interessant. Der braucht anscheinend Hilfe. Aber Midlane ist auch halt ziemlich low, ne? Verdammt, ich habe keine Cooldowns. Auf wen sollten wir da eigentlich gehen? Wer ist denn da fett? Also ich meine, die Orianna ist relativ stark. Oh wow, die gehen drauf. Einfach drauf gehen. Oh, da ist ja mein Handicap. Der ist ja wieder Face-Check wie sonst was. Noch wer down. Den kriegen wir aber sicher nicht. Ach komm. Wow, knapp.
Okay. Brauche einen Baron Ward, ich habe nur einen Pink Ward. Oh Mann, vielleicht hätte ich doch was anderes kaufen sollen, aber. Ja. Jo. Oh, der macht schon gut Damage auch. Komm, mir halt den Pink Ward hin. Hui. Die Venus overextended. Müsste sterben jetzt eigentlich. Oh, die fighten da schon wieder. Help me. Nein, Mann. Na ja, gut, ich hatte nicht Glück mit meinem Speed. Soll ich mir jetzt vielleicht Sonjas holen? Vielleicht keine schlechte Idee. Oder nein, Banshee's Will ist glaube ich noch besser. Weil dann kann Gragas mich nicht einfach ultin und so weiter. Also Gragas wäre noch Ori, Lee Sin Koo. Ist, glaube ich, eine gute Idee, hier mal ein bisschen MR zu kaufen und dann auf Banshee's Wheel. Weil hier habe ich eigentlich einen guten Core mit CDR, Penetration und AP. Sobald die auf. Weiß ich, warum du noch immer keine QSS nimmt, aber. Ui, da ist er. Das war down. Warum die auch immer so aggro spielen muss, verstehe ich nicht. Jetzt nicht, Leute. Okay. Rumble ist top. Aber der Bart spielt eigentlich ganz gut. Muss ich mal sagen. Oh, wow. Das war nicht so gut für mir. Mann, ich will eigentlich nicht mehr lang spielen. Wollte eigentlich kochen dann. Das dauert das so ewig, das Spiel, aber ich bin auch selber dran schuld, weil das war mal echt schlecht. Alter, der hat einen Mage Eyes. Wir müssen den killen. Er hat viel HP, der hat eigentlich kaum HP. 2300. Habe ich schon länger Homeguards? Bin ich getroffen? Ich glaube nicht. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie viel Cooldown das Ding hat, deswegen. Also das Ultimate. Okay, worauf habe ich mal? Wie Midlane ist schon wieder viel los. Jetzt hat er kein Ultimate leider mehr. Oh Mann. Ich
Muss ich einfach weg und sie muss auch weg. Sehr gut. Mein Pink war leider draufgegangen, wieder mal für nix. Jetzt bitte nicht alle Bot. Die sind alle da. Mein Gott, bitte. Ja, super. Warum hilft da auch keiner? Ich verstehe nicht, warum die alle bottom gehen, wenn der Baron up ist. Was macht der schon wieder, Mann? Ich tue ihn mal anmuten, ich schau mal, was der schreibt für ein Schwachsinn. Nein, ich habe eigentlich keinen Bock, ihn zu lesen. Hoppala. Wenn es schon wieder so ein 50 Minuten Game wird, weil die einfach nicht finishen können, dann wirklich. Jetzt nicht zu zweit einfach machen, Leute. Oh Mann. Oh, ist ein Bunches über den Kopf. Alles ist nicht gut. Oh Mann. Fuck, bitte stirb. Fuck, die sind schon so tanky alle. Und es ist schon wieder keiner da. Hab keinen Bock mehr. Wow, what? Der Great, Ding hat einfach so viel Damage. What the fuck? Wo steht der jetzt? Der hat 20 Stacks, der Kragas. Mann. Ich bin jetzt hier extrem gefährlich unterwegs, aber... Warum geht die schon wieder dahin, Alter? Ich verstehe das einfach nicht. Will die mich verarschen? Alter, das wäre doch so easy, das aufzuhalten. Na eben. Na immerhin. Warum geht die Midlane? Da ist, es ist keine Super Creep Wave, es ist kein Gar, es pusht keiner. Warum geht die Midlane, wenn die da gerade Baron machen? Ich verstehe es einfach nicht. Natürlich bin ich jetzt auch verreckt wieder mal. Ich habe schon 12 Tode, ja, aber die gehen, die checken, weiß ich, die wissen, dass das machen. Die kann man ja eh aufhalten. Kragas ist sehr stark gerade wegen den 20 Stacks. Deswegen, wenn wir den mal töten können, dann haben wir vielleicht auch ein Spiel, aber.
Da geht halt auch keiner drauf. Haben die alle Angst, dass er Tank ist oder so? Ich meine, ich weiß nicht, da hat die keine HP. Der hat nur ein Hourglass und das war's. Die haben alle ein Hourglass. Wieso dasht der schon wieder rein, Mann? Oh Mann. Kalushin betet die Weih rein. Nice. Es wird eine fette. Ja, ich gehe da jetzt nicht. Na, jetzt gehe ich nicht hin. Jetzt haben sie Vision und so weiter. Viel Spaß dabei. Vielleicht doch hinkommen sollen. Ui, da ist wer. Ui, nice. Man, nicht so. Ach. Fuck, jetzt habe ich meinen Banshees nicht mehr. Ja, genau. Ich glaube, der ist einfach. Der hat einfach gelitten, der Typ. Fuck, man. Wenn mein Spell Shield ab hätte, ich vielleicht was machen können. Haben sie halt auch wen da. Na, das war von mir schlecht. Aber ich will eh nicht mehr weiterspielen. Ich will nicht mehr weiterspielen. Ich habe einfach keine Lust mehr. Das Spiel war mir schon von Anfang an unsympathisch. Sind alle schon so, der hat 5000 irgendwas HP. Hätte ich noch mehr AP, würde ich den vielleicht auch besser runterhauen können, aber so geht das, glaube ich, nicht. Na super. Oh, er geht rein. Alter, ich klick doch eh drauf. Ist da irgendwas? Sorry. Hast du mich gehört? Ich sag, das Sorry ist für dich. Ich nehme sogar auf, deswegen ist er auch egal. Aber ich wollte eigentlich schon längst aufgeben, aber mein Team will nicht. Ich bin gerade urnegativ, aber was soll's.
Es ist schon wieder so ein 50-Minuten-Spiel, wo ich nicht verstehe, warum es. Ich hätte eigentlich. Aber ich bin eigentlich selber schuld. Ich glaube, ich hätte sogar vorher aufgeben können, nach, keine Ahnung. Oder vielleicht auch nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern. Nach 20 Minuten oder so. Hätte ich machen sollen, wahrscheinlich, ja. Ja, jetzt bitte, Leute. Jetzt nicht fighten, aber okay. Ich glaube, ich hole mir als letztes Sonias. Dann habe ich auch noch meinen I-Win Golden Button. Oh Mann, das ist ja wirklich cool. Wenn der reingeht, kommt er nicht hin. Das war gut. Das war sehr gut. Aber ich bin einfach so langsam. Oh, wow. 5000 Elo Shockwave. Ui. Die haben zwei Edikas, das heißt, auch wenn der eine tot ist. Nicht der erste Inhibitor für uns. Die sind sogar alle so lange down, wir können sogar pushen vielleicht. Weg, jetzt erst rein, 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 rein. Genau. Ja, dann haben wir das sogar noch gewonnen. Na, das finde ich mal sonst irgendwas. Aber trotzdem. Das war ein Sondergleichen. Weiß ich, was für ein Spiel. Ich meine, ich reporte mich selbst. Ich würde mich selbst reporten, aber den reporte ich trotzdem auch. Und der kriegt von mir das Honor und dann bin ich raus. So. Whatever.